Jo, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Das ist nur ein ganz kurzer Zwischenstand. Ich habe mir vorgenommen, wenigstens hier mal zwischendurch einen Zwischenstand einzublenden. Ich bin in diesem Fels, ich bin da etwas tiefer. Ich habe die ja in der letzten Folge schon gesehen. Ich habe die Blockdichte auf 25% runtergesetzt. Wir haben immer noch Tag 4. Das geht sehr schnell. Letztendlich ist es irgendwie, finde ich, vollkommen egal, ob es jetzt Tag 12 ist, wenn ich wieder fertig bin, oder ob es Tag 6 ist, wenn ich fertig bin. Ich habe auch mehr Spaß am Spielen als am Hacken. Und in dem Fall will ich mir das Hacken einmal eben erleichtern. Wir können das so machen, dass für alle Folgestufen, also da kommen noch mehr Etagen drauf, da mache ich dann 100%, aber. Also ich stelle das hier auch nicht im Spiel ständig hin und her. Ich bin ja nicht ganz blöd. Da habe ich auch keine Lust zu. Aber ihr seht, das geht hier recht gut von der Hand. Mein Blei braucht eh nicht so viele Schläge. Und ja, hier ist einiges in diesem Berg drin, muss ich sagen. Hier ist Gravel. Gravel übrigens, da habe ich einen Tipp. Nehmt ihr lieber eine Schaufel für. Das ist, geht schneller. Ach du Scheiße. So tief bin ich? Na gut, dass ich mir. Gut, dass ich noch ein bisschen Holz geschlagen habe. Ich wusste jetzt gar nicht, wie tief ich bin. Krass. Da muss ich aufpassen, dass mir die Hülle nicht unter Wasser läuft, weil da oben ist Wasserkante. Schwierig. Was kann denn mal weg hier? Das Fett kann weg. Ja. Obwohl, nee, Fackeln wären vielleicht auch nicht schlecht, ne? Was kann denn sonst weg? Das Gras kann weg. So, wo ist mein Fett? Ja, da. Ich brauch wahrscheinlich, obwohl nein, ich habe den Berg, ich habe den diesen Bergarbeiterhelm, ne? Dann brauche ich nicht unbedingt Fackeln. So, krass hier. Das ist nämlich genau Wasserkante und wir wissen ja alle, was bei Minias passiert ist. Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich mich genau geschlagen habe. Es kann sein, dass hier zwischendurch ein paar Zombies rumgelaufen sind. Also gehört. Habe ich nix. Und das war nur dieses kleine Loch hier. Ah, da oben sind sie ja schon. So, also da habe ich mich reingeschlagen. Und ja, hier bin ich ja mit angefangen. Das habe ich mir noch nicht mehr vorgeknöpft. Cool. Ja, Clay war hier auch gleich nebenan. Da hatte ich keine Probleme mit. Oh, da ist ja. Oh, gut, dass ich hier mal nach rechts geguckt habe. Das wäre schwierig geworden. Der wäre wahrscheinlich gleich hinterhergekommen. Naja. Und ich habe ja gesagt, ich zeige zwischendurch mal, was ich hier so treibe. Und wir schwimmen hier mal um die Ecke. Hier ist auch so wahnsinnig. Guckt euch das an, wie viel hier ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt der. Das ist der Hammer. Das ist also wirklich viel, was ich hier habe. Und die können weg. Ich will mal eben einen Screenshot wenigstens machen. Dann kann ich davon nämlich einen Screenshot mal machen und dann nehmen wir das nämlich hier so als nochmal untertauchen oder wenn wir die Wassertropfen mit haben. Genau, so. Hallo? Oh, nämlich schwierig hier einen gescheiten Screenshot zu machen. So, okay, ich bin dann mal wieder weg und mache hier weiter und ja, ich bin mir bewusst, dass es sein kann, dass es jetzt Flames hagelt wegen 20%, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier. Ich betrachte das als Ausnahmezustand. Ich mache hier fröhlich jetzt weiter. Wollte euch den Tunnel nur mal zeigen. Und dann werde ich nächsten Tag Holz hacken. Und mit ein bisschen Glück reicht das dann auch schon. Und wir könnten anfangen zu bauen. Das würde mich persönlich sehr freuen. Hier nehme ich jetzt erstmal alles mit, was ich noch kriegen kann. Bis gleich. Tschüss. So, dann bin ich wieder zurück. Ich ist jetzt kurz vor 7. Ich höre jetzt einfach mal auf und. Begebe mich hier zur Ruhe und werte hier nochmal meine vorhandenen Woodframes auf. Naja, noch ist es hell draußen, ne? Aber ich habe jetzt die Forge schon mal befeuert. Die habe ich da hinten am Wasser hingestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. Das wird ja Spider-Zombies anlocken. Wie blöd. Ich denke mir, ich muss die Forge jetzt nicht unbedingt hier drinnen reinstellen. Das ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Das ist, glaube ich, nicht das Klügste, was ich tun kann. Und, ach komm, eigentlich kann ich die Felsen hier ruhig lassen, ne? Ja.
Jetzt weiß ich nicht. Die wird ja definitiv Leute anlocken. Ob die mir die Forge jetzt zerkloppen. Oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Hier stelle ich mir was rein. Das weiß ich gar nicht, ob die mir jetzt die Forge zerkloppen oder nicht. Naja. Da bin ich mal echt gespannt. So. Auf jeden Fall kann ich meine ganzen Sachen schon mal wieder reparieren, wie Fire Axe. Die Pickaxe habe ich jetzt die dritte. Machen wir eins, zwei, dreimal. Ja, dreimal habe ich die jetzt. Nee, zweimal habe ich die repariert. Das ist jetzt die dritte, aber wie gesagt, mit der Blocklicht ist das nicht so. Ist das nicht so wild, aber das ist. Ich sehe da persönlich jetzt keinen Unterschied drin, ob hier nachher Tag 9 steht oder nicht. Das ist die Fleißarbeit, die drin steckt. Und ich kann euch nur versichern, ich mache das jetzt nicht jedes Mal, dass ich die Blockdichte runterschraube. Und würde ich auch niemals machen, um jetzt hier zum Beispiel hier durchzukommen. Da ist es, das finde ich nicht gut. Okay. So, dann, ich verbringe jetzt hier eben die Nacht und es ist auch nichts passiert. Da sind noch keine Spiders gekommen, weil hier im Berg Sachen abbauen bringt die Heatmap jetzt nicht so wahnsinnig hoch, glaube ich. Und was die mit Heatmap hochbringt, wird die Fortsteine sein. Ja, das wird richtig reintampeln. Ich, Idiot, hätte mir mal eine zweite machen können. Naja, ich habe da jetzt halt nur eine. Das ist auch in Ordnung. Dann lasse ich die durchlaufen. Die läuft jetzt 60 in-game Minuten, glaube ich. Das heißt, anderthalb Tage wird diese Forge jetzt laufen. Das ist auch okay, weil ich muss jetzt die Nacht warten und nächsten Tag werde ich Holz holen und dann werde ich euch die, ich habe mich dann mal umgeguckt, wo ich das machen werde. Hier ist, hier habe ich mich in den Berg reingefräst, kann man jetzt gar nicht sehen. Aber irgendwo hier dieser Punkt da, das ist die Forge. Genau. Was sieht man auch die Blumen hier drin? Gelb, rot, weiß, fällt mir jetzt erst auf. Sind das die Blumen, die man sieht? Das wäre lustig. Dann könnte man ja echt gucken, wo besonders viele sind, was? Guck mal, hier ist auch nochmal eine Steilküste. Also sieht jedenfalls so aus, als wäre da eine. Naja. So, da fresse ich mich jetzt in den Berg und... Hier, glaube ich, oder? Wo ist das? Ich weiß gar nicht genau, wo ich da... Die Forge? Also irgendwo hier ist ein etwas glatteres Gebiet und es kann sogar sein, dass ich da meine Base aufbaue. Ich brauche eine möglichst ebene Fläche. Es ist im Grasland nicht ganz einfach, eine ganz ebene Fläche zu finden, aber ey, sonst mache ich mir eine Schaufel und schaufel ich halt noch ein bisschen. Okay. Jo, dann sehen wir uns. Bis gleich. Tschüss. Okay, es kommt eine Nachthorde vorbei. Ich dachte mir, vielleicht läuft sie auch an vorbei. Ich habe nur versprochen, ich zeige alles, was passiert. Und wenn ich sie jetzt schon höre, wir sind hier neben. Ich verhalte mich jetzt aber still. Ich habe keinen Bock auf Versuche gerade. Ich möchte ja einfach nur gerade in Ruhe mal meine Tage ableben. Könnt ihr die hören? Die rennen hier noch. Nornisse ist auch mit dabei. Ich crafte hier gerade schon mal so ein bisschen. Werde mir jetzt mal Fackeln machen. Torch. Ey, da brauche ich doch das Zeug für. Ehrlich? Moment, wenn man sich die jetzt... Ja, okay. Mit Lamp of Coal ist ja auch alberne Fackel zu machen. Ne? Habe ich hier nicht noch... Nee, ich habe kein Gras mehr, ne? Ja, dann kann ich mir eine machen. Gut, dann machen wir das schon mal. Dann haben wir wenigstens eine und dann brauche ich nächstes Mal nur draufklicken. Das geht dann. Und ich wollte mir jetzt mal eben hier Shotgun-Moles machen. Dass ich mir anfangen kann, dann Shotguns herzustellen. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ansonsten wird diese Nacht wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Ich sitze hier und warte halt einfach, dass die rumgeht und dass ich dann diesen Tag wieder rausgehen kann. Ja, ich bin überlegen, ob ich mir noch mehr Forges herstelle oder nicht. Die Pistole wollte ich doch nicht einpacken. Die Pistole wollte ich mir eigentlich aufheben, wenn... Was will ich mit so vielen Pistolen? Bis... Shotgun Receiver? Moment, wir haben einen Pistol Receiver. Ich habe da auch einen Pistol Slide.
Moment, dann können wir doch eine Pistole auseinandernehmen. Dann nehmen wir mal die hier auseinander. Das können wir doch mal machen. Da kommt doch noch ein drittes Dings. Ein Pistol Barrel. Den habe ich nämlich noch nicht. Genau. Okay, da brauche ich aber mehr Clay. Da brauche ich mehr Clay. Dann haben wir hier die Pistole und dann ein Hunting Rifle Barrel, ein Pump Shotgun, Hunting Rifle Bolt. Habe ich viel zu viele? Brauche ich gar nicht so viele. Pump Shotgun Stock. Ist das der Ab... Ne, das ist nicht der abgesichte. Das ist schon der lange, ne? Das ist ja nicht schlecht. Dann kann ich den ja nehmen. Joa. Irgendjemand rennt hier noch durch den Rasen. Ich würde ganz gern mehr. Ach, jetzt ist es wach geworden. Und eine doofe Hornisse ist da auch noch. 38 Pfeile könnte ich mir... Ich muss dringend am nächsten Tag mal Tee sammeln. Ja, das wird wichtig. Es kann auch sein, dass die Folge jetzt länger wird. Ich schneide das jetzt einfach so aneinander. Hab jetzt zwar keine super tollen Übergänge drin und auch keine Zeitlupe. Das mache ich einfach nur, wenn ich jetzt irgendwie 2-3 Tage hintereinander aufnehme mit Zeitlupe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich momentan noch so viel Festplattenplatz habe. Das kostet mich richtig viel. Deshalb mache ich es gerade mit uneleganten Schnitten. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Wasser sollte ich mir nochmal besorgen. Ich habe zwar noch 14, aber kann ja nicht schaden. Ich habe nur noch 3 Tee. Ich habe mir Bacon und Eggs gemacht. Ich hatte ja leider nur 3 Schwein. Da habe ich 2 von gegessen. Hat meine Wellness auch um 1 gesteigert. Bin jetzt wieder auf 85 rauf. Hatte dann in der Höhle... Wow. Was... Irgendwas rennt da gerade sehr schnell. Noch eine Nachthorde. Das finde ich eigentlich schön, dass die Nachthorden wieder drin sind. Das hat ja immer so ein bisschen unberechenbare Spannung reingebracht. Also, oh Gott, jetzt stehe ich hier oben. Es, ne, Spannung ist das jetzt gerade nicht, aber... Wenn man dann so sein Haus hat, ich kann mich dann noch an meinen Säulenbau erinnern, wo man dann oben gestanden hat und geguckt hat, ob man nicht doch ein paar erwischt. Das fand ich immer ganz cool. Irgendwas rennt da durchs Wasser. Ist auf der Seite Wasser? Ja, oh, guck mal, sogar das hört man. Man kann das gut hören, finde ich. Man kann das wirklich gut hören. Okay. Es ist jetzt gleich 7 Uhr. Ich gehe mal runter und ach komm, können wir ja zusammen runtergehen, ne? Wenn ihr jetzt schon mal hier... What the fuck? Was ist da kaputt gegangen? Ist doch gerade was kaputt gegangen. Ich stelle hier lieber nochmal eben die Frames wieder rauf, dass die hier nicht so schnell durchkommen, die Jungs. Nee, da können die nicht mehr laufen. Nee, draußen ist ja auch schon hell. Mal gucken, was hier so los ist. Ich nehme mal einen Bogen in der Hand. Schon mal nachladen. Ach, war schon. Was, wer hat mich denn jetzt gesehen? Bin doch noch gar nicht richtig aus dem... Ach du. Komm her. Du wirst mir ja wohl nicht die Beine brechen, ne? Wir kennen uns doch mittlerweile auch schon. Genau. Ach, hast du einen Freund mitgebracht? Naja, alleine krabbelt sich schlecht, ne? Hallo? Wie viele gibt's denn noch von eurer Sorte? Das könnte... Das hier ist die Horde eben durchgekommen, ne? Und das sind die Nachzügler der Horde. Das sind ja immer die Letzten. Sind ja immer die Krabbler. Und kann die Horde auch noch nicht weit sein. Schau an. Okay. Gut. Wie gesagt, dann machen wir die Folge halt länger. So, ich spare euch das. Ich erspare euch das jetzt aber, dass wir zusammen nochmal diesen Weg laufen. Das heißt, ich schneide jetzt nochmal. Ihr wisst ja, wo es hingeht, ne? Wir sehen uns sofort wieder.
Obwohl, ich überlege gerade. Ja, Holz hacken können wir auch alleine. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass hier, also ob hier eine Nachthorde ist. Und. Na, komm. Komm, Hornisse, du siehst mich doch mittlerweile schon. Du musst mich doch bemerken, oder? Jetzt habe ich sie getroffen. Jetzt sollte sie doch mal runterkommen. Ich habe sie getroffen. Ja, jetzt kommt sie auch. Naja, so in ihrem Rahmen, ne? Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ignorieren wir sie einfach. Da habe ich keine Lust zu mir in den Spielereien. Ah, da ist ein Dicker. Den nehmen wir nochmal mit. Wie gesagt, denkt dran, hier die Sandwiches, die droppen, die gehen dann auf die Wellness, wenn ihr eine Lebensmittelvergiftung kriegt. Und da habt ihr eine 50% Chance. Ach ja, hier, gelbe Blumen wollte ich aufsammeln. Damit ich mir überhaupt mal wieder Tee machen kann. Den werde ich nämlich auch jetzt sehr bald brauchen. Genau. Da wollte ich ja. Da muss ich ja unbedingt mal. Hallo? Warum hat er den nicht genommen? So, ich mache mal meinen Scheinwerfer aus. Bin froh, dass ich den Mining Helm da gefunden habe. Gucken wir mal. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ans Holzhacken machen. Das mache ich jetzt aber ohne die Blockdichte. Das kann ich euch ja zeigen. Das möchte ich jetzt doch mal per Hand machen. So, ne? Dann wäre der Baum mir schon in zwei Schlägen weg. Ich finde, wenn man sich das vernünftig einteilt mit den Bäumen, dann geht das auch so. Ich muss leider mal gucken, wie viele Woodlocks das waren, die ich brauchte. 140, glaube ich, ne? Locks. Ich glaube, es waren 140 Locks, die ich brauchte. Müsste ich natürlich noch mal eben nach Hause gehen. Das mache ich auch. Ich gehe jetzt nach Hause und setze noch mal Tee auf, weil den werde ich brauchen, wie ihr seht. Obwohl, Tee bringt mir auch nichts, ne? Nee, bringt mir auch nichts. Durst habe ich nicht. Ich muss mir meine Ausdauer einteilen. Das wird eine Weile dauern, aber ich werde ja so viele Bäume fällen, wie ich kann und werde vielleicht schon mal gucken, ob ich den Bauplatz da mal clearen kann. Den gucke ich mir gleich erstmal genauer an, ob das wirklich mein Bauplatz wird oder nicht. Und dann schalte ich in dieser Folge nochmal eben mit zu. Ich laufe da gleich mal in ganzer Ruhe eben rüber und hack schon mal ein bisschen Bäume und gucke mir die Fläche nochmal an, ob die wirklich gut geeignet ist. Wir sehen uns sofort. Bis gleich. So, Hallöchen. So, ich glaube, ich bin jetzt mal echt eine ganze Weile durch die Gegend gelaufen. Hab hier eben noch ein, zwei Zombies gekillt. Oh shit, was ist das? Ach, das ist kein Spider, okay. Oh, verdammt, extra gewartet und dann jetzt aber. Den da hinten kriegen wir aber, oder? Der wackelt ein bisschen doll. Die kommen das uns nachher irgendwann rüber und gehen mir auf die Nerven. Na, jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt ist er weg. Ich guck gerade. Ich brauche eine recht große. Nee, Mist, hier ist auch nichts. Ich brauche eine große gerade Fläche. Und das ist keine große gerade Fläche. Was ist da vorne für ein Biom? Ja, ich möchte eine Fläche haben, eine große, gerade, flache Fläche. Naja, flache Flächen halt. Ohne auf dieses hässliche Biom gucken zu müssen. Das ist aber ein Spider, oder? Und wie das ein Spider ist. Ja! Und ich will auch kein Wasser in der Nähe haben. Das ist. Ich mag den Blick da nicht auf das Biom. Ich möchte eine schöne Aussicht haben. Und dann ist die Frage, wo bauen wir hin? Und die Frage ist, kriegen wir es noch hin? Oh, ich habe schon wieder Hunger. Und ich habe nichts zu essen dabei. Das ist wellness-technisch aber nicht gut. Hast du vielleicht ein Sandwich dabei? So quasi Essen auf Rädern.
Warum habe ich denn schon wieder so viel Hunger? Ich habe doch nichts gemacht. Irgendeiner meiner Abonnenten hatte mir das mal erklärt mit dem Hunger. Na. Okay, Wildtiere habe ich irgendwie auch nicht mehr gesehen. Also ich muss irgendwie eine flache Stelle finden. Ich möchte nicht so wahnsinnig weit am Wasser sein. Ich würde auch gerne halbwegs in der Nähe meiner Mine bleiben. Ich kann euch ja mal zeigen, wo ich jetzt bin. Hier. Und hier baue ich ab. Und das ist alles. Hier ist schön flach. Ja. Oder ich muss nachhelfen. Oder ich muss nachhelfen. Und auf einer Straße bauen wollte ich auch nicht. Im Idealfall möchte ich aber in der Nähe einer Straße bauen, damit ich... Da kommt doch eine Horde. Oder was kommt da? Ja, eine Horde. Da ist ein Spider vor. Nee, kommen wir so nicht. Ja. Und tschüss. Ich glaube, das war gar kein Spider, das war eine Schwester, ne? So, naja, okay. Ah, hier war ich schon. Ja, ich muss nicht gucken. Also sonst muss ich mit Schaufel nachhelfen. Also diese Fläche würde in Frage kommen, die ist mir dann aber eigentlich schon zu nah an der Straße. Sonst muss ich wirklich großflächig mal was schaufeln. Was haben wir da denn? Das ist kein Spider. Ich habe noch nach 8 Pfeile, ernsthaft. Da muss ich mal eben... Ich habe jetzt ganz viele Steine schon auf dem Weg eingesammelt und gelbe Blumen. Wo denn? Das ist doch so ein Kriecher wieder, oder? Naja. Okay, so. Ich habe jetzt wirklich auch aus den Augen verloren, wie lange die Folge wird, wenn man das aus so vielen Schnipseln immer zusammensetzt. Es könnte sein, dass ihr euch dieses Mal über eine 35 oder 40 Minuten Folge freuen dürft. Ich weiß es nicht. Ich werde die Folge jetzt trotzdem mal langsam beenden. Ich wollte nur ganz gerne mit euch zusammen vorher mal versuchen. So viele Steine waren es wohl doch nicht, was? Einen Bauplatz zu finden. An für sich finde ich es... Ich habe hier Woodframes. So. Ich würde sagen, das hier ist doch halbwegs gerade. Ist das ein Spider? Das könnte natürlich sein, dass das einer ist. Nee, das war eine Dame. Ja, pass auf. Ich finde das hier nicht so schlecht. Ist relativ nah am Miningberg, ne? Aber hey, scheiß auf die Heatmap. Das, was ich bauen will, das muss auch ohne Heatmap funktionieren. Das muss Heatmap unabhängig werden. Okay, dann will ich jetzt hier mal anfangen, alle Bäume wegzuschlagen und ja, müssen wir hier vielleicht mal ein, zwei Hügel noch abtragen, ein bisschen. Weil ich möchte nicht auf Stelzen bauen. Das heißt, ich kann nicht so gut ausgleichen. Das muss ich dann machen. Okay, ja, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Dann lege ich mal los. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt was zu essen, ne? Hm. Ja, man kann nicht alles haben. Ich muss mal gucken. Was sagt meine Wellness? 85... Ach komm, das hole ich wieder raus. Ich hacke jetzt hier erstmal ein bisschen Holz und dann suche ich mir auf dem Rückweg was zu essen. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, ich glaube, doch, wir kommen hier auf eine adäquate Zeit. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird hier alles vom Bäumen befreit sein. Das kann ich euch soweit versprechen. Und dann habe ich auch hoffentlich genug Sachen, um loslegen zu können. Wir gemeinsam schaufeln können wir ja vielleicht zusammen. Das Grobe werde ich schon mal vorarbeiten, aber die Feinarbeiten machen wir dann zusammen. Ihr verpasst da nichts und sollte hier noch eine Horde auftauchen, dann schneide ich die auf jeden Fall mit ein. Aber definitiv dann erst für morgen. Bis dann. Tschüss.